Unterschied zwischen Coaching und Beratung? Weil Beratung oft auch heute Coaching genannt wird. Deshalb ist es mal ganz interessant, das vielleicht ein bisschen enger zu definieren. Hat jemand spontan eine Antwort? Also meine Vermutung, also so, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, dass beim Coaching mehr die Menschen dazu gebracht werden, die Antworten selbst zu finden. Ja. Kann man so schon ziemlich gut stehen lassen. Bei der Beratung ist der Berater der Experte für die Antworten. Ne? Das heißt, da erwarte ich als Kunde, dass ich quasi so die Antworten, die Lösung präsentiert bekomme. Und beim Coaching ist der Coach ist Experte für den Prozess. Wie man selbst quasi zu Ergebnissen zu lösen. Das heißt, im Coaching geht es natürlich dann vor allem auch ums Ziel, aber es geht auch darum, wie kann ich den Klienten unterstützen, was braucht er, um dahin zu kommen, was hält ihn vielleicht zurück, um dahin zu kommen, und ich begleite ihn dabei. So, ganz wichtiger Unterschied. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht auch mischen kann, was dir so vorschwebt, ne, so habe ich dich verstanden. Wird wahrscheinlich mir auch nichts anderes übrig bleiben, ne, weil ich will die Leute nicht dazu finden, kriegen, eine Antwort zu finden, welches B12 oder welche Dosierung sie jetzt nehmen. Genau, genau, das ist einfach dann ein Beratungsanliegen, ne? Das ist kein Coaching-Anliegen. Und eigentlich immer, wenn man in irgendeinem Fachbereich quasi auch schon ein bisschen tiefer drin ist und darüber auch seine Klienten bekommt, dann ist einfach ein Beratungsanteil da. Ne? Also ich denke, vielleicht auch mit Familien könnte ich mir jetzt beides vorstellen, ne? Aber es kann auch sein, dass du ihnen einfach auch Tipps geben kannst. Ne? Und dann wäre das eben Beratung. Aber du kannst sicherlich auch Coaching mit denen machen. Dann auch interessant ist natürlich Coaching und Therapie. Also jetzt vor allem natürlich so Psychotherapie, sowas in der Art. Was würdet ihr sagen, wie ist, was war der Unterschied? Also in der Therapie ist es ja so, dass gezielte Fragen gestellt werden, dass aber teilweise auch mehr die Antworten gegeben werden vom Therapeut dazu. Oder dass es einfach nur die Erleichterung gibt, dadurch, dass man was spricht, aber nicht wirklich. Also, es kommt auf die Therapie an. Es kommt auf die Therapie an. Ich suche jetzt eine etwas, was man vielleicht für alle Therapiemethoden so ziemlich sagen kann. Naja, bei Therapie, man muss es auch nicht so haben, aber bei Therapie geht es um Krankheit. Ja. Also da kommt jemand, der sagt, ich habe ein schlimmes Problem, ich habe ein Defizit, ich bin eigentlich krank. Und dann gibt es ja auch die ganzen Krankheitsbilder, die klinischen dazu. Und beim Coaching, also ich meine, humanistische Psychologie zum Beispiel würde auch jetzt den Klienten oder die Klientin nicht als krank und auch nicht als jemand, der behandelt wird oder so, sondern auch auf Augenhöhe anschauen. Das wäre dann wieder eher in der Nähe vom Coaching, aber beim Coaching, denke ich, geht man davon aus, dass die Person, die da kommt, sozusagen ihr Leben im Griff hat und Herrin ihrer Dinge und ihrer Weiterleben und so weiter ist. Ne? Ja, ja. Und man da keinen Heil, ja, vielleicht auch so, ne? Man da irgendwie keinen Heilauftrag annehmen als Coach. Ja. Also diese Unterscheidung ist ganz wichtig natürlich, wenn man als Coach arbeitet. So. Und es gibt da keine einheitliche Meinung drüber. Insofern ist die Frage, wie können wir es jetzt so für uns verstehen? Eine ganz spannende oder wichtige Meinung ist die der Krankenkassen, weil die bezahlen ja die Therapie. Insofern, die definieren auch, was ist Therapie und was ist quasi dein Privatvergnügen letztlich. Und bei denen ist das Kriterium, wenn dein Problem so stark ist, dass du nicht mehr am normalen Leben teilnehmen kannst. Mit Einschränkungen teilnehmen ist okay, aber wirklich gar nicht mehr teilnehmen. Oder dich oder andere gefährdest. Dann ist es ein Therapiefall. Ansonsten
wird es nicht bezahlt. Zum Beispiel Flugangst ist kein Therapiefall. Hast du dann ein Problem? Du kannst ja mit der Bahn fahren. Ja. Zu Fuß gehen. Ist ja viel besser. Ja. Und also das heißt, die haben dann eine relativ enge Definition. Das heißt aber nicht, dass du mit Flugangst nicht zum Psychologen gehen kannst und nicht eine Psychotherapie kriegst. Der schreibt dann einfach was anderes auf. Ne? Dann hast du einfach ein bisschen was Schlimmeres. So. Aber das ist halt, das ist eben dieses System. Das heißt, hier haben wir wirklich so dieses Thema, es gibt die Diagnose, das machen wir im Coaching nicht. Und da kommt dann eben bei raus, du hast das und die Krankheit oder die und die Störung oder sonst was. Sie haben eine Anpassungsstörung oder wie auch immer. Und eben dieses Thema Krankheit und man muss gesund werden. Im Coaching kann man, also bei der Diagnose, die kommt vom Therapeuten. Der ist quasi in dem Moment Berater. Ne? Das ist quasi auch so eine Art Fachberatung. Ne? Der ist Berater in dem Moment. Beim Coaching kann man eine Analyse machen der Situation, aber die machen beide. Also eigentlich sogar noch mehr eigentlich der Klient und der Coach fragt. Aber dem Klienten wird nichts irgendwie angedichtet oder aufgesetzt an Beurteilung, an Bewertung, das und das ist ihr Problem. Und es wird hier davon ausgegangen, dass man gesund ist. So. Und dass einfach jeder Mensch auch, also dass es zur Gesundheit quasi dazugehört, dass man auch Probleme hat, ne? Weil man sich entwickelt und immer wieder neu sich abstimmen muss zwischen verschiedensten Herausforderungen und dann gibt es da eben auch mal, dass sich Probleme bilden dabei. Ne? Und dass jeder Mensch eigentlich sowas hat, Anliegen hat, Probleme hat und jemand, der zum Coaching geht, der unterscheidet sich einfach nur darin, dass er sich dabei von jemandem helfen lassen möchte, professionell. So. Was meint ihr denn, welche quasi, das ist ja quasi so, eine, so ein Setting, ne, was da aufgebaut wird. Welches Setting ist besser, um Probleme tatsächlich zu lösen und um, dass es einem hinterher besser geht. Welches Setting ist besser? Das Coaching-Setting auf jeden Fall, würde ich sagen, weil eben man selber viel aktiver mitarbeitet und nicht irgendwelche Antworten bekommt, die vielleicht gar nicht die eigenen sind. Also man muss die ja für den eigenen dann auch machen erstmal. Ne? Ja, und was ich noch ergänzen würde, ist, es ist quasi auch, es ist eine Realitätskonstruktion, die da passiert. Ne? Bei der Therapie ist diese Realitätskonstruktion, ich bin krank. Ich habe das und das Problem. Dann lese ich mir genau durch diese Diagnose und dann merke ich es eigentlich erst, dass ich diese Sachen wirklich alle habe. So, ne? Also man wird quasi auf eine Art so hinein hypnotisiert in eine bestimmte Problematik. Und das ist halt einfach schwierig. Ne? Insofern sind auch Diagnosen sind ganz schwierig. Ne? Also wenn jemand die Diagnose bekommt, ja, tut uns leid, Krebs im Endstadium, Sie werden in 6 Monaten sterben. Wenn er dann in 6 Monaten stirbt, weiß man nicht, ob die Diagnose nicht auch dazu beigetragen hat. Ja, ja. Ne? Das ist einfach krass. Ne? So, und noch ein Unterschied ist zwischen Coaching und Therapie. Es gibt viele Leute, die Coaching machen, die machen das nur ressourcenorientiert. Das heißt, dann wäre hier der Anspruch der Therapie, kann sein, ich möchte die Ursachen finden. Das ist ja auch nicht unbedingt immer so der Fall, ne, wenn man nur Medikamente verschrieben kriegt, aber kann es hier sein. Und hier kann es sein, Ursachen sind sekundär, also eher so die Orientierung auf Ziel und Ressourcen. Sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, was das ist. Das ist aber eine Haltung dazu, die ich nicht trage. Insofern klammere ich das mal ein. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass viele, die Coaching machen,
die wollen sich die Probleme nicht genauer angucken. Die sagen, wir gucken nach vorne, wir gucken auf das, wo wir hinwollen, wir gucken, dass wir die Ressourcen stärken. Und wenn du wirklich in die Ursachen gehen willst, dann musst du Therapie machen. So verstehen die den Unterschied, so verstehe ich den aber nicht. Ja, man kann es nicht immer rausnehmen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Ganzheitlichen. Ne? Weil es immer dieses Konstrukt ist eben auch. Ne? Ja, genau. Und bei mir ist es so, also ich glaube, wenn man, also worüber wir jetzt gerade sprechen, ist eben dieses, arbeite ich im Coaching am Problem und gucke, wo kommt das her? Was gibt es da vielleicht auch für alte emotionale Ladungen zu lösen und so, ne? Mache ich das? Oder versuche ich einfach nach vorne zu denken, Ressourcen stärken und so weiter? Ich glaube, wenn man anfängt mit Coaching, und das ist für euch jetzt, denke ich, deshalb sehr, sehr wichtig, ist es einfacher, ressourcenorientiert und lösungsorientiert und zielorientiert zu arbeiten. Deshalb ist es gut, damit anzufangen, da Methoden kennenzulernen. Mit der Zeit hat sich es bei mir definitiv so entwickelt, dass ich immer mehr eher den Leuten helfe, die Ursachen zu verstehen und da was zu lösen. Ganz einfach, weil das letztlich effektiver ist. Ne? Das bringt am meisten. Nur da braucht man mehr Erfahrung und braucht man auch mehr Techniken oder Methodenwissen. So. Man kann im Coaching aus allen möglichen therapeutischen Bereichen, Methoden kann man Sachen nutzen. Es wird auch gemacht, dann teilweise verändert. Da kommen wir auch gleich, glaube ich, nochmal zu. Wenn ja. Das manche Leute ohne das machen, denkst du, funktioniert auch, wenn sie nur zukunftsorientiert sind oder ein bisschen in das Resultat, nicht in die Vergangenheit zu gucken, dann hat das gute Ergebnisse auch oder nur teilweise? Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen auch auf das Problem an, ne? Wie tief sitzend das ist. Ich möchte euch mal was aufmalen. Also das hier ist ein Herd. Mit drei Herdplatten. Ne? Eine Herdplatte heißt Ziel. Eine Herdplatte heißt Problem. Und eine Herdplatte heißt Lösung. Beispiel. Warum sind Sie ins Coaching gekommen? Ja, ich kann immer nicht schlafen nachts. Problem, ne? Ich liege dann nachts wach und die Gedanken kreisen im Kopf und irgendwann bin ich dann sauer, dass ich nicht schlafen kann und so weiter und so fort. So, ne? Und dann fühle ich mich schlecht und so weiter. Alles Probleme. Ne? Ja, was möchten Sie denn stattdessen? Ach, ich würde gerne mal so einfach mal richtig einfach wieder ausschlafen können. Ja, was wird denn dann dadurch möglich? Ja, wenn ich mal so richtig ausgeschlafen bin, vielleicht fange ich dann auch wieder an zu malen. So, dann werde ich wieder kreativ. Was ist denn dann möglich? So, und also kann man auch immer mehr reingehen. Hier hätte man auch noch weiter reingehen können. Und sagen Sie mal, war es denn mal irgendwie anders? Als ich im Urlaub auf Fehmarn war, da konnte ich immer gut schlafen. So, und was haben Sie denn da gemacht? Ja, und dann sind wir abends spazieren gegangen und das war so schön, dann den Sonnenuntergang zu sehen und abends mit Kerzenlicht und so weiter. Mit Ressourcen sind gemeint positive Zustände, Kompetenzen,
Also alle Arten von, alles, was mich eigentlich unterstützen kann, um meine Ziele zu erreichen. Das können emotionale Zustände sein, irgendwie eine innere Entspannung, Gelassenheit, Freude, Frieden. Es können auch andere Kompetenzen sein. Ich kann mir meinen Tag gut einteilen, habe abends alles erledigt. Und ja, Probleme sind, da gehen wir in Richtung Ursache. So, jetzt habe ich gesagt, das ist ein Herd, weil wir als Coach sind wir am Kochen. Wir kochen an diesem Herd. Und hier haben wir irgendwie einen Topf, ja? Und in dem Topf ist der Klient. Und wir können jetzt quasi, also Coaching ist auch ein kreativer Prozess, ne? wo man auch, also es ist quasi kein Prozess, wo man einem strikten Plan verfolgt, so. Das geht ja gar nicht, weil wir wissen gar nicht, wie, also wir wissen zwar das Ziel, aber wir wissen nicht, wie man genau hinkommt. Ne? Das heißt, wir müssen natürlich zu Anfang das Ziel wissen und dann ist es ein kreativer Prozess, wo, wie beim Kochen, so, wir können einfach die Herdplatten auch mal wechseln. Ne? Und wenn wir merken, wir haben jetzt genügend hier schon mal angewärmt, das Ziel, ne? Und das ist jetzt eigentlich schon relativ klar, so, und irgendwas fehlt noch, dann können wir sagen, okay, wir gehen mal auf Ressource. So, was, erzähl doch mal, wie es auf Fehmarn war. So, ne? Und wie hast du das gemacht? Wie lief so der Tag? Mit wem warst du da zusammen? Was hattet ihr für Gespräche? Wie hast du dich gefühlt? Spür das doch jetzt nochmal im Körper, wie du dich da gefühlt hast, wenn du dran denkst. Ne? Und dann brutzeln wir hier eine Weile auf Ressource rum. So. Und jetzt zu deiner Frage. Es kann natürlich sein, dass das reicht. Dass wir brutzeln hier auf Ziel und Ressource rum und dann irgendwann hat der Klient das Gefühl, ich probiere das mal, ich mache das mal genauso wie damals auf Fehmarn und dann kommt er nach 2 Wochen wieder und sagt, super, es hat geklappt. Ich habe abends Kerzen angezündet und so weiter. Ne? Es kann aber auch sein, dass es nicht reicht. Und dann ist es gut, wenn man diese Platte auch nochmal angucken kann, ne? Und hier tiefer gehen kann. Weil es kann durchaus sein, dass irgendwas einfach sowas von hakt, dass man da was lösen muss. Mhm. Ne? So. Insofern sind Coaches, die nur ressourcenorientiert arbeiten, die haben wirklich große Erfolge und das kann oft wirklich sehr viel bringen, auch in kurzer Zeit. Aber es kann auch mal sein, dass es halt einfach nicht viel bringt. So. Und dann muss man an das Problem ran. Ja, soweit erstmal hierzu Fragen oder macht das Sinn für euch? Mhm. Ja. Thank you.